Hallo bei Supportnet News. Über den Musikstreamer Grooveshark haben wir schon mehrfach berichtet. Der war auch in Deutschland sehr beliebt. Sogar hier bei uns in der Redaktion war das für einige die bevorzugte Musikquelle. Seit gestern ist aber Grooveshark offline in Deutschland. Darüber berichten die Blogs, wie zum Beispiel Basic Thinking. Und geht man also auf die Grooveshark Startseite hier in Deutschland, dann heißt es, dass aufgrund unverhältnismäßig hoher Betriebskosten stellt Grooveshark den Zugriff aus Deutschland ein. Die Benutzer werden aufgefordert, eine höfliche Nachricht an die GEMA zu schicken per E-Mail. Gucken wir doch mal, was die GEMA dazu sagt. Die hat nämlich auch schon lange ein Statement veröffentlicht und die behauptet dort, dass vielmehr weigert sich Grooveshark grundsätzlich, den von ihm betriebenen Dienst überhaupt in irgendeiner Form zu vergüten. Mit der GEMA hat Grooveshark bislang auch noch in keiner Form Kontakt aufgenommen. Das sieht also ein bisschen nach einer Schlammschlacht aus zwischen dem Musikstreamer Grooveshark und der deutschen Urhebergesellschaft GEMA, die ja im letzten Jahr lange Zeit verhandelt hatte mit den verschiedenen Streamingdiensten. Ein kurzer Blick durch das Internet zeigt aber, dass andere beliebte Dienste wie Napster oder auch Simify zum Glück immer noch online sind. Das Geschäftsmodell scheint also nicht tot zu sein. Beide versprechen so um die 15 Millionen Songs. Hintergrund der ganzen Geschichte sind tatsächlich Zahlungen von Musikstreaming-Diensten an die GEMA. Letztes Jahr war es ja gelungen, zwischen der GEMA und der Bitkom, der Interessengemeinschaft, eine Einigung herbeizuführen, wie also Streaming-Angebote lizenziert werden können. Seitdem ist auch Apple mit seinem Dienst iTunes Match auf dem deutschen Markt. Grundsätzlich haben sich viele damals gefreut, dass endlich ein Durchbruch gelungen war. Dieser Durchbruch gilt aber leider nach wie vor nicht für YouTube-Musikvideos. Wie ihr seht, sind hier nach wie vor interessante Künstler gesperrt und die GEMA gibt auch von sich, dass dort eine Einigung mit YouTube noch in weiter Ferne stünde. Zum Glück seid ihr ja beim Supportnet immer mit guten Tipps und Tricks versehen und in dieser Anleitung hier findet ihr einen Weg, wie man notfalls solche Videos doch gucken kann. Irgendwie schade, dass Grooveshark jetzt nicht mehr online ist, aber Musik gibt es ja auch anderswo im Internet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.